Third. Hallo, ihr riesen Menschenmengen. Ich lasse das reden. Es ist Montag und 10 Minuten vor 6. Wir beginnen mit Musik vor unserer Kundgebung. Wie gewohnt, lasst euch überraschen. Tamara Kapp. So, hallo ihr Lieben. Ich nenne mich, wenn ich so alleine Musik mache, Sing-Song Girl. Und ich spiele mit Playbacks dazu und spiele live Bass und singe dazu. So, meine Band habe ich gerade gestartet. Meine Lieder sind kurz und schmerzlos. Das nächste geht, Dankeschön, um einen Glücksbringer, Porte-Bonheur, den ich wohl verloren habe. Thank you.
Nervensäge. Es geht um Wünsche, die nicht erfüllt werden. Wie vieles im Leben. Von Kurt Schmitter. Song Girl Tamara Kapp, Künstlerin, Musik, Video, Fotografie aus Luxemburg, heute live bei uns on stage. Tamara, dein Applaus! Sie basteln sich ihre Playback selbst, sie singt und spielt die Bassgitarre, das war fantastisch, eine hochinteressante Geschichte. Bis gleich, Tamara, zu deinem nächsten Auftritt. Gerne. Vorab und ganz wichtig, die Einwände unserer Ingenieure, Superingenieure 22, gegen den Abstellbahnhof Untertürkheim.
Die Mustereinsprüche werden hier auf dem Platz verteilt, beziehungsweise sind an den Infoständen zu erhalten. Holt sie euch, macht bitte alle mit, unterschreibt bitte. Schön euch zu sehen. Seid ihr alle mit dem Elektroroller, neudeutsch Scooter da? Der Wunderwaffe für die Verkehrswende. Scootern müsst ihr, Freunde, ja, scootern. Dann sind die Straßen autofrei, die Straßenbahnen leer. Laut Stuttgarter Zeitung hat sich der aus- und eingehende Autoverkehr seit der letzten Zählung um 2% erhöht. Genaue Zahlen vom Talkessel liegen noch nicht vor. Mit dem bahntauglichen Klappscooter könnt ihr dann im Stuttgarter Tiefbahnhof den wegrollenden Kinderwegen und Rollstühlen nachscootern, sie vom Absturz ins Gleisbett retten. Ja, so macht man Helden, dank bajuwarischer Verkehrsintelligenz. Die Steigerung von Scheuer bescheuert. Typischer CDU-Vorschlag zum Autoproblem in Stuttgart. Umfahrungen bauen. Ja, bauen und betonieren. Eine CDU-Leidenschaft, eine CDU-Logik. Sie lernen es nicht, sie können es nicht und sie wundern sich nur noch über ihre Wahlergebnisse. Elektromobilität. Der nächste Schwachsinn, ob Auto oder Scooter, die Koalition der Autoministerpräsidenten Söder, Weil und der pseudogrüne Kretschmann fördern gemeinsam die Elektromobilität. Liebe Freunde, das ist der falsche Weg. Die Produktion von den notwendigen riesigen Mengen Lithium, dies wird zur Herstellung von den Batterien gebraucht, verursacht im Lithium-Dreieck Bolivien, Chile, Argentinien immense Schäden an der Umwelt, trocknet riesige Landflächen aus, zerstört die Natur, nimmt Mensch und Tier gnadenlos die Lebensgrundlage. Letztendlich produziert die Elektromobilität neue Kriegsgefahren und Flüchtlinge. Danke, Herr Kretschmann. Der Altmaier und der grüne Kretschmann über mich. Ich bin und bleibe halt ein Zukunftsverweigerer. Verkehrswende funktioniert durch allerschnellsten Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Schiene, bezahlbare Preise im Fernverkehr und dem 1-Euro-Ticket Tagesticket im Nahverkehr. Alle andere Bemühungen sind für mich Nebelkerzen. Wir geben Ihnen alle Michel Brandt, den jungen, aktiven, linken Bundestagsabgeordneten. Seit dieser Legislaturperiode ist er Bundestagsabgeordneter. Ich traf ihn vor kurzem, er erzählte mir von seinen frischen Berliner Eindrücken. Abgehoben, realitätsfremd, bürgerfremd. Die leben in ihrer eigenen, finanzgeprägten Welt. Noch Fragen, Kienzle? Guten Abend, ihr Widerspenstigen. Wir lassen uns nicht zähmen. Nicht von der Politik, nicht von der Bettungmafia. Ausgepufften, skrupellosen Machern, von hirnspinstigen, nicht funktionierenden Großprojekten. Herzlich willkommen zur 475. Montagsdemo für einen funktionierenden Kopfbahnhof gegen den Wahn der Macher. Mein Name ist Michael Kaufmann, Badener mit Verwandtschaft in Stuttgart. Unser heutiges Motto, raus aus der Grube, mein Zusatz, es wird allerhöchste Zeit. Wir hören heute zwei Urgesteine des Widerstandes gegen den Wahnsinn Stuttgart 21. Diplom-Ingenieur Heinz Heidemann von den Ingenieuren 22. Er erzählt uns das Leid. Dauert noch einen Moment, Hans. Dauert noch einen Moment. Er erzählt uns das Leistungsmärchen der Bahn
und Diener Reicher, der im vorherigen Leben Richter am Landgericht seit dem Schwarzen Donnerstag als Zufallsaugenzeuge zum Widerstand gewechselt, unersetzlich in der juristischen Aufarbeitung sein Thema Staatsministerium und Bahn oder die unendliche Geschichte des Überhörtwerdens. Willkommen unsere Montagsdemo, Radler vom Feuersee zur Montagsdemo. Danke, dass ihr da seid. Liebe Freunde, am 3. Juli war in der Stuttgarter Zeitung von einem kleineren Unfall im Bahnhof zu lesen. Eine Frau wurde zwischen Zug und Bahnsteig eingeklemmt. Gott sei Dank ohne größere Verletzungen. Nur, und das fand ich sehr wichtig, es gab zu diesem Artikel noch ein Bild, ein sehr aussagekräftiges Bild. Der Rettungswagen stand im Bahnhof, auf dem Bahnsteig, direkt an der Unfallstelle. Auch hier noch Fragen, Kienzle? Am Dienstag, den 8. Oktober 2019 im Theaterhaus Stuttgart, 10 Jahre Montagsdemo gegen Stuttgart 21, die Revue zum Protest mit Max Uthoff, Christine Broyant, Uta Köpernick, Timo Brunge, Joe Bauer, Gaggio Trio und vielen Gästen, die oben bleiben, eine Veranstaltung der Bewegung zum Erhalt des Stuttgarter Kopfbahnhofes und gegen die Stadtzerstörung. Es gibt noch Karten gegen Spende hier unten an einem Tisch von euch gesehen, links der Bühne. Hören wir nun Diplom-Ingenieur Hans Heidemann mit seinem Leistungsmärchen. Liebe Mitstreiter, vor 3 Wochen am 16. Juli hat der Konzernbevollmächtigte der DB, ein Herr Krenz, vor dem S21-Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderates den künftigen Tiefbahnhof Stuttgart 21 als Hochleistungsbahnhof angepriesen, der überhaupt erst die Voraussetzung für den geplanten Deutschlandtakt und die vorgesehene Verdoppelung des Fahrgastaufkommens bis 2030 sein werde. Klar, dass unsere Tunnelparteien CDU, SPD, FDP begeistert waren. Zuvor hatte die DB sich schriftlich über eine Sendung des SWR zur unzureichenden Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofes Stuttgart 21 beschwert, weil der SWR sich nicht mit der DB AG vorher abgestimmt habe. Und er wirft dem SWR einseitige, hochselektive und teils schlichte Behauptungen vor. Jedoch tischt die DB AG ihrerseits der Öffentlichkeit unhaltbare Behauptungen zur Leistung und Zukunftsfähigkeit von Stuttgart 21 auf. Mit der Aussage, ich zitiere, insgesamt mehr als 70 Ankünfte und Abfahrten sind mehr als der heutige Kopfbahnhof je geleistet hat. Versucht man nun, den 8-gleisigen S21 Tiefbahnhof gegenüber dem bestehenden 16-gleisigen Kopfbahnhof als überlegen hinzustellen. 70 Ankünfte und Abfahrten sind jedoch nur 35 abgefertigte Züge je Stunde. Was für eine Vernebelung! Das ist nicht mehr, sondern weniger als der Kopfbahnhof leisten kann und geleistet hat. Dem Fahrplan 1970 zufolge wurden 46 Züge je Stunde im Kopfbahnhof abgefertigt. Nach der neuen Rechenweise der DB wären das 92 Ankünfte und Abfahrten. Das ist erheblich mehr als 70. Tatsächlich könnten im heutigen Kopfbahnhof 50 Züge je Stunde abgefertigt werden,
dies mit guter Betriebsqualität, wie 2011 durch Untersuchung des Münchner Verkehrsbüros Viereck und Rössler nachgewiesen und vom Nahverkehrsverband Baden-Württemberg bestätigt. Hingegen ist der S21-Tiefbahnhof nur für 32 Züge je Stunde ausgelegt. Im Gutachten des Professor Heimerl von 1997 heißt es wörtlich, ich zitiere, kann der Bahnhof, der Tiefbahnhof, nur 32,8 Züge je Stunde leisten. Diese, ich zitiere wieder, absolute Leistungsgrenze von Stuttgart 21 mit 32,8 Zügen hat auch der Gutachter Schwanhäuser bestätigt. Wie erklärt die DB AG jetzt diesen wundersamen Leistungszuwachs? Die 49 Züge des Stresstests beruhen auf mehr als 40 Regelverstößen und sind im realen Betrieb nicht fahrbar. Die Personenstromanalyse für Stuttgart 21 Hauptbahnhof gar nur die von der DB selbst vorgegebene Anzahl von 29 Zügen je Stunde zugrunde. Für die daraus abgeleiteten Personenströme sind die Verkehrs- und Fluchtwege bemessen. Allein schon daraus folgt, dass der S21-Tiefbahnhof die angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen gar nicht wird bewältigen können. Er ist zu klein gebaut, nämlich für 29 Züge je Stunde. Im Gegensatz zu dem nach dem Umstiegs-21-Konzept modernisierten 17-gleisigen Kopfbahnhof und das nur für einen geringen Bruchteil der S21-Baukosten. Das Brandschutzkonzept für den S21-Tiefbahnhof sieht nur Evakuierungsmöglichkeiten für die Fahrgäste aus je einem vollbesetzten Doppelstockzug an jeder Bahnsteigkante vor. Zwei Züge hintereinander, wie das unabdingbar zum Erreichen größerer Abfertigungsleistungen wäre, scheiden damit aus. Die Betriebsgenehmigung für Stuttgart 21 darf nach geltendem Regelwerk keine Doppelbelegungen zulassen. Die Leute kämen ja im Brand- und Katastrophenfall überhaupt nicht raus. Auch aus Brandschutzgründen kann der künftige Tiefbahnhof keinen Mehrverkehr aufnehmen. Die angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen ist folglich nicht erreichbar. Weiter hebt die DB hervor, dass die Regionallinien jetzt durchgebunden werden und preist dies als Schaffung zahlreicher umsteigefreier Verbindungen und kürzerer Reisezeiten. Solche Durchbindungen sind auch im heutigen Kopfbahnhof ohne weiteres möglich. Mangels Bedarf bislang aber nur auf einige wenige Linien beschränkt. Der Fernverkehr mit ICE, TGV und ICEC ist ohnehin zumeist durchgebunden. Fraglich bleibt aber, wie damit die Fahrgastzahlen wesentlich erhöht und der geforderte Deutschlandtakt sichergestellt werden kann. Nur sehr wenige Reisende wollen zum Beispiel von Osterburgen oder Mannheim gerade nach Tübingen fahren, weil der Zug dort durchfährt. Die meisten wollen, sofern sie nicht schon vorher aussteigen, nach Stuttgart und der Rest will in andere Richtungen, wozu in Stuttgart gute Umsteigemöglichkeiten nötig sind, die der achtgleisige Tiefbahnhof aber nicht hergibt. Sie müssen notfalls eine ganze Taktzeit warten, bis wieder ein Zug in diese Richtung kommt. Durchgebundene Züge sind nicht die Lösung, sondern dadurch bedingt, dass die Züge wegen der unzulässigen Bahnsteiggleisneigung von 15 Promille im S21-Tiefbahnhof nicht wenden können und folglich in Fahrtrichtung wieder ausfahren müssen, ob nun ein Bedarf dafür besteht oder nicht. Und das wird jetzt als Leistungszunahme verkauft. Nicht weniger einseitig, hochselektiv und teils schlicht falsch, wie die DB dies dem SWR in dessen kritischer Berichterstattung über S21 vorwirft,
ist allerdings auch die am 16.07. im S21-Ausschuss gezeigte Auswahl der durch das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm ermöglichten kürzeren Reisezeiten im Deutschlandtakt. Die angeführten Verbindungen vergleichen einseitig die Reisezeiten zum bzw. über den Flughafen Stuttgart mit denen der Bestandsstrecke und erwecken den Eindruck erheblicher Reisezeitersparnisse durch Stuttgart 21, was aber insgesamt gar nicht der Fall ist, sondern eine irreführende Schönfärberei. Die vorgebliche Reisezeitverkürzung Stuttgart-Ulm entsteht ausschließlich durch die Neubaustrecke, nicht aber durch S21 mit Führung über den Flughafen. Die gleiche Fahrzeit ergibt sich auch bei einer Streckenführung ab Wendlingen durch das Neckartal anstatt über den Flughafen, wie im Konzept Umstieg 21 vorgeschlagen, sodass S21 hier keinen Vorteil bringt. Erst recht fragwürdig sind die angegebenen Reisezeitunterschiede bei Fahrten zum Flughafen. Das von der DB angeführte Beispiel Feilingen-Enz Stuttgart Flughafen mit 24 Minuten gegenüber einer Stunde heute erweckt den Eindruck, Stuttgart 21 werde mehr als doppelt so schnell wie der bestehende Kopfbahnhof. Doch die Fahrzeit bis Stuttgart Hauptbahnhof ändert sich durch Stuttgart 21 überhaupt nicht. Diese beträgt 17 Minuten mit dem ICE, der, das muss man in Klammern dazu sagen, überhaupt nur zweimal am Tag in Feilingen-Enz überhaupt hält. Und 19 Minuten schon mal für den IRE. Für die Weiterfahrt zum Flughafen rechnet die DB 7 Minuten Fahrzeit durch den Filtertunnel. Und unterschlägt dabei die nötige Haltezeit des Zuges im Hauptbahnhof mit mindestens 2 Minuten. Anstatt 24 Minuten, wie von der Bahn behauptet, ergeben sich also selbst mit einer ICE-Verbindung schon mal 26 Minuten. Und das nur zweimal täglich. Mit dem IRE, der natürlich stündlich verkehrt, würde die Gesamtfahrzeit zum Flughafen 28 Minuten betragen anstatt 24. Also so mogelt man sich von Minute zu Minute was zurecht. Der künftige Flughafenbahnhof Station NBS ist nun aber 300 Meter vom Abfertigungsgebäude entfernt. Dafür sind ab dem Bahnsteig in 27 Meter Tiefe 10 Minuten Fußweg zu berücksichtigen. Also insgesamt 38 Minuten statt 24. Demgegenüber sieht das Konzept Stuttgart Umstieg 21 eine Express-S-Bahn auf der Panorama-Bahnstrecke vor mit nur einem einzigen Zwischenhalt in Stuttgart-Vaihingen, die die Strecke zum Flughafen in nur 15 Minuten zurücklegen würde. Die verbleibende Zeitersparnis von 6 Minuten bei Stuttgart 21 wäre damit unerheblich. Überhaupt zum Flughafen Stuttgart will nur ein sehr kleiner Anteil der Fahrgäste. Zudem sollen doch gerade der Deutschlandtakt und die angestrebte Fahrgastverdopplung auf der Schiene den Flugreiseverkehr verringern, weshalb da so einseitig mögliche Reisezeitverkürzungen zum Flughafen herausstellen. Für die überwiegende Anzahl der Verbindungen und die weitaus meisten Reisenden ergibt Stuttgart 21 überhaupt keinen Vorteil. Dennoch werden dafür an die 10 Milliarden öffentliche Gelder versenkt. Geradezu abenteuerlich ist die Behauptung der Bahn, Stuttgart 21 ermögliche einen S-Bahn-ähnlichen Hochleistungsbetrieb, bei dem auf jedem Bahnsteiggleis alle 5 Minuten ein Zug fahren kann. Das ist allein schon bahntechnisch gar nicht möglich. 5 Minuten werden allein für das Ein- und Wiederausfahren mit Abfertigung und 1 Minute Pufferzeit benötigt.
Für das Aus- und Einsteigen der Fahrgäste verbliebe damit keine Zeit. Das heißt, statt mehr Fahrgäste würden die Fahrgastzahlen gegen Null gehen. Und schon geringste Verspätungen machen eine derart dichte Zugfolge unmöglich. Hinzu kommt, dass im S21-Tiefbahnhof wegen der zu hohen Gleisneigung sowie der Doppelbelegung die Einfahrt bis auf Schrittgeschwindigkeit herabgesetzt werden muss. Daran wird auch die Einführung von ETCS und Digitalisierung nichts ändern. Unhaltbar ist auch die Behauptung, auf jedem der 8 Streckengleise kann im Schnitt alle 2 Minuten ein Zug fahren. Das Brandschutzkonzept für den S21-Tiefbahnhof gibt vor, dass einem Tunnel in Brand geratener Zug notfalls mit Notbremsüberbrückung in den Tiefbahnhof einfahren soll, weil dort die Rettungs- und Brandbekämpfungsmöglichkeiten besser sind als im Tunnel. Das setzt jedoch voraus, dass stets die gesamte Fahrstrecke einschließlich Bahnsteiggleis tatsächlich frei ist und sich kein weiterer Zug davor befindet. Damit ist die angestrebte Verdoppelung des Fahrgastaufkommens im Tiefbahnhof Stuttgart 21 unmöglich. Und wenn später die S21-Tunnel mal saniert und jeweils dafür für ein Jahr lang gesperrt werden müssen, wie jetzt der Tunnel zwischen Feigenenz und Bruchsal, gibt es keine schnellen Ausweichstrecken. Stuttgart wird dann für Jahre vom Bahnverkehr weitgehend abgehängt. Stuttgart 21 ist weder ausreichend leistungsfähig noch zukunftsfähig. Deshalb oben bleiben. Vielen Dank, lieber Hans. Ich bin froh, dass du die Märchen erzählst. Es ist jedes Mal fantastisch und ich bin auch sehr froh, dass du nicht an die Märchen glaubst. Freunde, mit breiter Brust und optimierten Plänen gehen die DB, unser Freund Bitzer und Co. Ja. Den nächsten Versuch der Planfeststellung für den Abstellbahnhof Untertürkheim an. Der Lärmpegel für die Anwohner wird durch Schienenverlegung gemindert. Teile der Einigsen werden umgesiedelt. Die restlichen dürfen bleiben, soweit das EBA zustimmt. Ich wusste nicht, dass Eidechsen zur Bestimmung ihres Lebensraumes die Zustimmung des EBA benötigen. Eidechsen waren vor dem EBA auf dieser Welt. Eine DB-Regio-Werkstatt entfällt, warum auch nicht. Es gibt ja eh nichts zu reparieren, ab und zu vielleicht mal eine Toilette. Die Gleise werden neu geordnet, eine Innenreinigungsanlage installiert und. Die Untertürkheimer und unsere Ingenieure sind wohl nicht so glücklich und einig mit der Bahn. Deshalb nochmals mein Hinweis auf die Mustereinsprüche hier an den Infotischen erhältlich. Die Anwohner befürchten mit Recht Lärm durch den Betrieb des Abstellbahnhofs, Lärm und Dreck während der Bauzeit. Freund Bitzer redet von 4 Jahren Bauzeit. Die Arbeiten sollen täglich zwischen 7 und 20 Uhr erfolgen, fast ausschließlich tagsüber. Mit diesem Wörtchen fast entlarvt sich Herr Bitzer schon jetzt. Ihm zu glauben, fällt uns eh sehr schwer. Bautätigkeiten in der Augsburger Straße, Verlegung von 6 Abwasserkanälen. Was macht eigentlich der Nesenbach-Düger, Herr Bitzer? Was macht er denn? Alles Erfahrungswerte, lieber Herr Bitzer. So, und jetzt viel Spaß und Freude mit Tamara Kapp. Ist sie da? Ja. Sie hat auch CDs dabei. Wer eine CD möchte, hier bei uns am Tisch an der Bühne.
So, Hallöchen nochmal. Und vielen Dank, Michael, für die Rede und die Anmoderation. Also, jetzt geht's dann weiter. Wie gesagt, ich mache Playbacks dazu und jetzt spiele ich keinen Bass, sondern es gibt nur die Playbacks und meine hervorragende, wunderbare Stimme. Okay, meine Band läuft. Robot, spiel. Get closer to my heart, otherwise it could break like an old right bottle cake. Don't you get closer to my heart, otherwise you could love me, hate me, and later on love me again. There's no need for a tragedy for you and me, so listen carefully. Don't you get closer to my heart, otherwise it could explode, decompose, dry, burn, crack, smack, burst, crash, even melt like a fucking piece of butter on your toes. Goodbye, dream man, now you won't get any closer to my heart. Ich habe es umgetextet auf Stuttgart. Twist in Stuttgart. Es ist das Städtele und mich, oh ja, aus Luxemburg. Mein Herz, das brennt in der Straße der verlorenen Herzen. In Stuttgart. Restlos an in Stuttgart. Oh, der Twist in Stuttgart. In deinem Karren mit deinen Augen lässt du mich ganz rot werden. In Stuttgart.
geht um Regentage. Und es ist mein Abschlusslied. Vielen Dank. Heute schon drauf, das war echt spitze. Ganz nebenbei, ich bin nicht der einzige Badener hier. Hallo Heidelberg, hallo Baden-Baden. Noch jemand? Ja, das muss auch mal gesagt werden. Die nächste alternative Baustellenführung rund um die Tiefbahn Hofbaustelle findet am Mittwoch, den 7. August 19 statt. Beginn ist um 17 Uhr, dauert ca. 2 Stunden. Treffpunkt am Südausgang im Freien vor dem Bahnhofsturm. Liebe Leute, und das, was ich euch jetzt kurz erzähle, das tue ich, weil auch das eine große Baustelle ist, um die wir uns kümmern sollten. Seit über zwei Jahrzehnten liefert mir mein Heizöl, ein Ein-Mann-Betrieb, sehr freundlich, lustig, super, zuverlässig. Als nicht so wohlhabender unterstützt man ja gerne die Kleinen. Letzte Woche kam er mit einem nagelneuen, riesengroßen, topmodernen Lieferfahrzeug. In riesigen Lettern sein Name auf dem Tank. Ich habe mich sehr für ihn gefreut und wollte das Hightech-Teil natürlich auch aus Fahrersicht betrachten. Beim Einsteigen sah ich auf der Fahrertür das Wort Führerhaus. Darauf angesprochen, erklärte er mir voller Stolz, er hätte auch einen Führerschein. Die folgende Diskussion war dann sehr aufschlussreich. Es kamen Sätze wie, wir haben viel zu viele Millionen Menschen auf dieser Welt und ähnliches Gequake. Ja, da läuft es am kalten Buckel runter. Der Übergang zum nächsten Redner liegt in der Rechtsstaatlichkeit und dem Demokratieverständnis.
Mein Heizöllieferant scheint da etwas verwirrt zu sein. Freuen wir uns auf die der Reicherter, Richter außer Dienst. Bitte. So, liebe Freunde. Happy birthday to you. Dieter Reicherter ist heute 72 Jahre jung. Danke, Dieter, danke für all die Mühe und Arbeit, die du für uns machst. Danke, wir brauchen dich. Bleib, wie du bist. Und jetzt lass uns deine mit Sicherheit interessante Rede hören. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Ich bin total überrascht und gerührt. Es war nämlich so, dass ich vom Demo-Team gefragt wurde, schon vor Wochen, ob ich heute sprechen wollte und könnte. Und da habe ich nichts vom Geburtstag gesagt, weil ich irgendwie dachte, es ist schön, wenn die das gar nicht wissen. Und es ist eigentlich ein schöner Höhepunkt für den Tag. Und so bin ich jetzt da. Die Geburtstagsmusik war gerade auch ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Und dass ihr alle da seid, ist sowieso toll, wie immer. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Rechtsstaats. Ja, der weltberühmte Roman Der Prozess von Franz Kafka beginnt mit dem Satz: Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Und dann folgt: K. lebte doch in einem Rechtsstaat. Überall herrschte Friede. Alle Gesetze bestanden aufrecht. Wer wagte, ihn in seiner Wohnung zu überfallen? Über unseren heutigen Rechtsstaat und über einen von mir geführten Prozess will ich sprechen. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat kürzlich über unsere Landesregierung ausgeführt. Nach Ansicht der Kammer legt das Land mit seinem Verhalten die Axt an die Wurzeln des Rechtsstaats. Es lasse sich ohne weiteres feststellen, dass das Land sich nach wie vor in einer dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit widersprechenden Weise weigert, der ihm im rechtskräftigen Urteil auferlegten Verpflichtung nachzukommen. Also Missachtung der Gerichte durch die Regierung, schlimmer geht's eigentlich nimmer. Genau, das kommt noch. Doch nun zur unendlichen Geschichte meines Prozesses. Begonnen hatte alles am 21. November 2012. Damals stellte ich beim Staatsministerium, also dem Ministerium des Ministerpräsidenten Kretschmann, einen Antrag auf Akteneinsicht nach dem Umweltinformationsgesetz. Dieses wurde inzwischen vom Land umgetauft in Umweltverfahrensgesetz. Diese Bezeichnung trifft das Problem viel besser, denn der Umgang unserer Behörden mit den Rechten der Bürger ist tatsächlich verfahren. Mir ging es um Einblick in die Unterlagen des Staatsministeriums zu den Baumfällungen im Schlossgarten und allem, was dazugehört, also das Projekt Stuttgart 21, und der Polizeieinsatz vom 30.09.2010. Zum Zeitpunkt des Antrags, wie auch durchgehend bis heute, war das Staatsministerium in grüner Hand. Wer nun denkt, der damalige Amtschef Morawski habe sich darüber gefreut, mit meiner Hilfe Fehlverhalten der Vorgängerregierung unter Mappus aufzudecken, der hat sich leider getäuscht. Musik.
trotz einer gesetzlichen Frist von einem Monat entschied das Ministerium erst nach 2 Monaten und lehnte den Einblick in einige Dokumente ab. Wir konnten aber in Schwerstarbeit von einigen Tagen tausende andere Dokumente sichten und einscannen. Da müsste ich eigentlich mal ein Buch drüber schreiben, aber ich habe ja leider keine Zeit. Vielleicht kommt es noch. Aber als Beispiel dieser Sichtung herausgreifen will ich einen Unterstützerbrief des Dr. Jürgen Großmann vom 8. Oktober 2010 an den damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus. Dazu muss man wissen, dass Großmann damals Vorstandsvorsitzender der RWE war, eine Auszeichnung als Dinosaurier des Jahres für seine Lobbyarbeit und Beeinflussung der Bundesregierung zugunsten der Atomkraft erhalten hatte, Platz 83 auf der Liste der reichsten Deutschen belegte, sowie seine Segeljacht Germania Nova zu den weltweit größten 200 Segeljachten gehört. Großmann war aber auch Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG. Warum er diese Position hatte, also den Vorstand der Bahn kontrollieren und die Interessen auch der Fahrgäste vertreten sollte, habe ich bislang noch nicht verstanden. Erst jetzt ist mir der Sinn klar geworden. Ganz offensichtlich ging es ihm darum, Einfluss auf die Deutsche Bahn AG zu nehmen, damit diese wieder Dampfloks einsetzen und mit der von RWE im Hambacher Forst abgebaggerten Braunkohle beheizen sollte. Dieser bedeutendste Kritiker der Bahn schrieb also an Mappus: Nicht nur als Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn, sondern auch als Privatmann und Unternehmer bestätige ich Ihnen daher gern, dass ich das Projekt Stuttgart 21 nicht nur unterstütze, sondern in vielen Vorträgen und in meinem persönlichen Umfeld dafür werbe. Als kleine Anmerkung, man kann sich das richtig vorstellen, die Werbung auf der Segeljacht bei seinen Seeleuten. Wegen der Ablehnung bezüglich anderer Dokumente erhob ich dann Klage auf vollständige Akteneinsicht. Die Bahn schloss sich dem beklagten Land als Prozessbeteiligte an. Nach 2 Jahren wies das Verwaltungsgericht Stuttgart meine Klage ab. Wegen der langen Prozessdauer musste ich vor dem Urteil noch einen Eilantrag auf Einsichtnahme in die E-Mails von Mappus stellen, weil das Land diese Mails löschen wollte. Der Eilantrag scheiterte letztlich beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Gegen das Stuttgarter Urteil legte ich Berufung ein und erhielt nach weiteren 2 Jahren vollständig Recht beim Verwaltungsgerichtshof. Das war jetzt etwas verfrüht dabei, denn das nützte aber nichts, weil das Staatsministerium und die Bahn Revision gegen das Urteil einlegten. Wie ihr schon ahnt, dauerte es weitere 2 Jahre, bis das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 8. Mai 2019 entschied. Allerdings betrifft das neue Urteil nur einen Teil der Dokumente, denn mein Fall ist offenbar so bedeutend, dass das Bundesverwaltungsgericht zur Klärung von gleich mehreren Rechtsfragen den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorlegte. Und ich wette, das dauert wieder 2 Jahre. Aber in einem Punkt entschied das Bundesverwaltungsgericht sofort zu meinen Gunsten und ordnete an, dass ich Einblick in die Unterlagen zur Kommunikationsstrategie der Deutschen Bahn bei S21 erhalten müsse.
Weitere Rechtsmittel dagegen sind nicht mehr möglich. Die Bahn hatte auf Kosten ihrer Fahrgäste diese Kommunikationsstrategie von einem Beratungsunternehmen ausarbeiten lassen. Es geht darum, wie man das Projekt darstellen und wie man mit den Befürwortern und den Gegnern umgehen soll. Also richtig spannend, was da drin steht. Wer nun aber gedacht hätte, ich könnte endlich Einblick in dieses Strategiepapier nehmen, hat sich getäuscht. Nach fast 3 Monaten liegt das schriftliche Urteil immer noch nicht vor. Und genau da hakt jetzt das Staatsministerium ein. Man schrieb mir wörtlich: Wir haben Ihr Anliegen der guten Ordnung halber, der Beigeladenen, also der DBAG, mitgeteilt. Diese bat uns über ihren Anwalt, einen Termin zur Einsichtnahme in die Unterlagen nicht vor Zugang der schriftlichen Urteilsgründe durch das Bundesverwaltungsgericht und nicht vor einer Prüfung der Urteilsgründe im Hinblick auf eine potenzielle Verletzung von Verfahrensgrundsätzen vorzusehen. Wir möchten diesem Anliegen zur Vermeidung weiterer Auseinandersetzungen nachkommen. Womit wir wieder beim Rechtsstaat, aber auch bei der Verquickung von Politik und Deutsche Bahn AG wären. Dass sich die rechtskräftig zur Auskunft verpflichtete Behörde ohne jegliche Rechtsgrundlage dem Wunsch der Bahn beugt, ist bemerkenswert und passt nicht zu einer Politik des Gehörtwerdens. Denn die Bahn hat ja den Prozess verloren und hat nichts mehr zu blockieren. Aber so ganz überraschend kommt das Verhalten des Staatsministeriums nicht, wenn man die aktuelle Meldung gelesen hat. Bernhard Bauer, ehemaliger Amtschef des Verkehrs- und Umweltministeriums unter Tanja Gönner, zum Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes im Schlossgarten wurde einstimmig, also auch mit den Stimmen der Grünen, zum neuen Vorsitzenden des Vereins S21 Erleben gewählt. Bemerkenswert, denn unter dubiosen Umständen seiner persönlichen Einbindung kam es am 30.09.2010 trotz des Baumfällungsverbots des Eisenbahnbundesamts zum illegalen Umweltfrevel. Genau. Unvergessen auch die Verweigerung eines Einblicks in seine dienstlichen E-Mails zu Stuttgart 21 und seine widersprüchlichen Aussagen im Untersuchungsausschuss zum Polizeieinsatz. Ich wünsche ihm nun, dass er die für S21 versprochenen zusätzlichen 5000 Bäume persönlich einpflanzen und mit dem Spaten die als Parkerweiterung versprochenen 20 Hektar umgraben darf. Und somit rufen wir Bernhard Bauer und allen vormals kritischen Begleitern des Wahnsinnsprojekts zu: Ihr werdet uns nicht los. Wir euch schon. Ganz genau, denn wir werden oben bleiben. Dankeschön. Danke, lieber Dieter. Es ist zum Haare sträuben und Mäuse melken. Ich glaube überhaupt nicht mehr an diese Politik. Danke für den Bericht. Nie und nimmer hätte ich die Ruhe und Muße, mich mit diesem juristischen Hickhack und nicht befolgten Verurteilen stundenlang so intensiv zu beschäftigen. Meine Hochachtung, lieber Dieter. So.
Schweigen für den Frieden seit dem 31. Mai jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr am Pusteblumenbrunnen in der Königstraße. Heute um 17 Uhr fand im Vorhof des neuen Schlosses im Beisein von viel CDU-Prominenz, wie auch unser allerhöchst verehrter Europapolitiker und Freund der italienischen ehrenwerten Gesellschaft Oettinger, eine Gedenkfeier der Charta der deutschen Heimatvertriebenen statt. Ein ehrenwerter Vorgang, bangen doch zeitgleich Flüchtlinge um ihr Leben, ertrinken, müssen aus ihrer Heimat fliehen, weil unsere Politik, unsere Wirtschaft von Ausbeutung und kriegstreibendem Handeln bestimmt wird. Ich zitiere aus der Charta: Die Völker müssen erkennen, dass das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlinge ein Weltproblem ist, dessen Lösung höchst sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert. Noch Fragen? Am 14. schließt die Bahn den Bahnhof, damit Ingenhofen sein Unwesen weiter treiben kann. Ich gebe das einfach mal so durch. Vielleicht sollten wir am nächsten Montag unseren Bahnhof besuchen, unseren Bahnhof ehren. Kommt so zahlreich wie möglich. Unser Demozug geht heute vom Schlossplatz über die Königstraße, rechts der Baumallee in Richtung Adolf-Klett-Passage, weiter nach links auf den Gehweg vor der Mahnwache, dort endet die Demonstration, wie gewohnt mit unserem Schwanenstreich. Was ich noch sagen wollte, ihr seid alle klasse, danke, dass ihr hier wart, danke an alle Helfer und Beteiligten, gemeinsam sind wir stark, wir schaffen das, kommt gut nach Hause.